Was haben Sie am Ende dieser Legislaturperiode an der Behindertenpolitik der Bundesregierung zu kritisieren? Also erstens, auf die Corona-Pandemie war niemand vorbereitet, sowas kannten wir nicht. Und so Dinge wie das Sozialdienstleister, Einsatzgesetz oder die Corona-Notfall-Fondslösung, das hätte man natürlich auch alles schneller machen können, wenn man gewusst hätte, was das alles bedeutet, diese Herausforderung. Und das Zweite ist, gewisse Enttäuschung ist da, wir hatten sehr darum gekämpft, dass wir für das Thema neues Werkstattentgelt wenigstens eine Zwischenlösung hinbekommen. Das ist uns nicht gelungen. Ich glaube, da hätten wir den Werkstätten und vor allem den Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, deutlich noch ein bisschen mehr Anerkennung und Hilfe bringen können. Und eigentlich habe ich auch erwartet, dass die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes vorläuft. Es soll ja immer noch Bundesländer geben, in denen immer noch nicht die Leistungsvereinbarungen abgeschlossen sind. Das sind jetzt wir nicht als Bundesgesetzgeber der Handelnde, sondern das ist die Landesebene die Handelnde. Aber ich will deutlich sagen, wir als Bundesgesetzgeber hätten uns da bei den Ländern schon mehr Tempo gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir in dieser Legislaturperiode bei der Assistenz im Ehrenamt noch eine Regelung gefunden hätten, die es den behinderten Menschen ermöglicht, ihr Ehrenamt auszuüben, ohne dass sie zunächst im Vorrang ihre Familienangehörigen fragen müssen, sondern dass sie sofort eine assistierte Unterstützung haben. Darüber hinaus hätte ich mir auch sehr gewünscht, dass wir die Thematik der Mehrwertsteuer, des abgesenkten Mehrwertsteuerbetrages, gerade für Inklusionsunternehmen, dass wir das gesetzlich verankert hätten und damit die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auch entsprechend korrigiert hätten. Denn das hat zu viel Verunsicherung geführt. Aber beides war mit unserem Koalitionspartner nicht zu machen. Darüber hinaus hätte ich mir auch sehr gewünscht, dass wir beim Werkstattentgelt eine Regelung aufgenommen hätten, die die Entgeltsituation der Werkstattbeschäftigten verbessert hätte und dass da keine Abzüge erfolgen und entsprechende Steigerungen, die wir vereinbart haben, auch tatsächlich bei den Menschen mit Behinderung, bei den Werkstattbeschäftigten ankommen. Aber auch das war leider mit unserem Koalitionspartner nicht zu machen. Was fanden Sie rückblickend auf die laufende Legislaturperiode mit Blick auf die Behindertenpolitik gut oder lobenswert? Wir haben in dieser Legislaturperiode eine Menge Gesetze erlassen im Rahmen der Behindertenpolitik. Ich möchte hier beispielhaft erwähnen einmal die Einführung des Budgets für Ausbildung und gleichzeitig auch die Weiterentwicklung des Budgets für Ausbildung, die wir vorgenommen haben. Darüber hinaus haben wir auch das inklusive Wahlrecht eingeführt für Menschen mit Behinderung. Die Wahlrechtsausschlüsse haben wir abgeschafft. Wir haben darüber hinaus mit dem Teilhabestärkungsgesetz Regelungen für die Assistenzhunde eingeführt, dass diese einen Rechtsrahmen haben, öffentliche und private Räume betreten zu dürfen und dass in diesem Zusammenhang auch die Ausbildung der Assistenzhunde geregelt worden ist. Und darüber hinaus haben wir auch das Thema der Assistenz im Krankenhaus geregelt. Das heißt, wenn Menschen mit Behinderung in ein Krankenhaus müssen, um medizinisch behandelt zu werden, dass sie von ihren Vertrauenspersonen entsprechend begleitet werden können und dass diese Kosten für die Vertrauensperson dann auch entsprechend übernommen werden.